Also, entschuldige meine Brille, aber es ist sehr anstrengend mit der Sonne gerade und ich habe keine Lust, immer so eine komische Stirnfalte zu haben. Und ich versuche es jetzt auch so knackig wie möglich zu machen. Und zwar geht es um einen Menschen, den ich sehr liebe und wo ich etwas sehe, und das kennst du ja vielleicht bei anderen auch, bei anderen kann man immer etwas sehr gut sehen. Und diesem Menschen möchte ich sagen, ich sehe, dass es sehr gut für dich ist, dass du uns auf Hawaii besuchen kommst, weil es deinem Herzen gut tut und deinem ganzen Körper. Und du brauchst gar nicht so viel Angst haben, dass du da irgendwie Venenkrämpfe kriegst oder irgendwie dir was an deinen Beinen holst, dass du da irgendwie, dass du das nicht aushältst mit dem Flug, weil ich sehr deutlich fühle in meinem Herzen. Und auch wenn ich zu deinem Herzen rüberfühle, dass es genau das Richtige für dich ist, dass du nach Hawaii kommst. Und ich sehe so eine, ich sage es mal wirklich so, wie ich es denke und wie ich manchmal auch zu Eva spreche. Und ich bitte dich, nimm es nicht so sehr persönlich, sondern das ist etwas, das geht uns allen so und das geht sehr, sehr vielen Menschen so. Ich sehe in dir, dass du eigentlich eine unglaublich schöne und starke sexuelle Kraft hast. Und das sage ich dir als dein Schwiegersohn. Und ich weiß, Schwiegersöhne dürfen das. Weil Schwiegersöhne und Schwiegermütter, die kabbeln sich ja sowieso immer. Und ich weiß, es macht mir Angst, aber ich muss in dieser Wahrheit zu dir sprechen. Ich habe das Gefühl, dir täte es mal gut, wenn du ein üppiges, weites Kleid trägst. Du hast so eine Kraft, die du unterdrückst. Und das hat auch was mit deiner Beckenkraft zu tun. Du sitzt so oft in irgendwelchen engen Blusen und schnürst dich so ein. Und ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit, dass du dich befreist, dass du deinen Busen zeigst, dass du ein Blumenkleid trägst. Und da würde dir Hawaii sehr, sehr gut tun. Weil mit Hawaii verbindest du etwas. Mit einer Urmutter. Auf Hawaii ist eine urmütterliche Energie, die mit dem Herzen zu tun hat. Und dein Herz sehnt sich danach. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr, sehr viele Ängste in deinem Kopf sind und in deinem Verstand, wo du das Gefühl hast, das schaffst du nie. Und ich will dir diesen Mut machen. Nimm dir einen Zettel. Schreib was auf den Zettel drauf. Sprech mit deiner Seele. Du kannst deine Seele direkt reinsprechen. Sag, liebes Herz, liebe Seele, bitte sag mir, ob es gut für mich ist, dass ich nach Hawaii fliege. Und dann kann es passieren, dass du etwas in deinen Träumen erlebst, dass am Tag etwas, dass am Tag, ich verspreche dir, es werden Engel, es werden Menschen zu dir kommen, die werden dir eine Antwort geben. Und das Ganze bringt etwas ins Rollen in deinem Leben, weil du so eine wunderschöne Blume bist. Ich sehe deine Liebe. Ich sehe deine Kraft und ich wünsche dir, dass du das nicht mehr unterdrückst, weil dann werden alle Krankheiten, alle Ängste vor Krankheiten werden sich dann auflösen. Weil das Leben etwas für dich, das Leben hat etwas für dich, das Leben hat für dich ein Geschenk. Und dieses Geschenk hat etwas damit zu tun, mit Fülle. Mit Liebe, mit Üppigkeit. Und das tut dein Mann auch sehr gut. Das ist auch so ein kraftvoller Typ. Auch so ein, ich habe ihn jetzt ja gesehen, wie er vom Joggen kam. Er hat so eine kraftvolle, sexuelle Kraft. Ich habe das Gefühl, der wird 120. Und das wünsche ich ihm auch. Und das tut euch beiden gut, dass ihr euch auch befreit. Und ich weiß, dass ihr mir das vergebt, wenn ich jetzt so zu euch spreche. Und ich weiß nicht, ob ich das immer so mache, weil ich möchte euch das eigentlich persönlich sagen. Nur ich mache es jetzt einfach mal über diesen Film, weil es nicht nur euch betrifft, sondern es betrifft viele. Dass es um Fülle geht und dass wir uns oft dieses Glück einfach nicht erlauben. Dass es darum geht. Und deswegen habt ihr euch vielleicht auch so oft über uns auch geärgert. Dass wir so frech sind, dass wir von eurem Geld leben und diese Reisen machen und diese Frechheit besitzen, einfach nach Hawaii zu ziehen und da irgendwie ein Leben aufzubauen, anstatt da irgendwie einen Job zu suchen wieder in Deutschland, weil wir unserem Herzen einfach folgen.
Und ich fühle diese Herzverbindung zu euch. Und ich weiß, dass wir uns gegenseitig eigentlich segnen. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr nach Hawaii kommt. Wenn wir dieses Kind zur Welt bringen, dann möchte ich es euch gerne in eure Arme legen. Ich möchte dieses Kind auch euch geben. Und ich möchte mit euch am Strand sitzen. Und ich möchte mit euch im Wasser schwimmen. Und ich, das ist mein Wunsch. Ihr habt euren eigenen Wunsch. Und ich akzeptiere, wenn ihr das anders fühlt. Nur seht es mal einfach als eine Herzbegegnung, als eine Herz-zu-Herz-Begegnung. Und ich spreche mehr zu eurem Herzen. Und ich habe mir das immer so gewünscht, so mit meinen Schwiegereltern zu sprechen. Und nicht nur zu meinen Schwiegereltern, sondern zu allen. Und ich habe das damit einfach getan. Und es geht um Befreiung und um Wahrheit. Und dass wir uns auch gegenseitig so Dinge sagen, die einfach raus müssen. Und ihr dürft das auch. Ihr dürft das auch, weil wenn es die Wahrheit ist und wenn es der göttliche Wille ist, und das weiß ich, wir haben uns deswegen begegnet in diesem Leben, dass wir so miteinander sprechen. Weil das ist nicht nur für uns, sondern das ist für alle anderen auch. Dann brauchen wir nicht so viel vom Fernsehen sitzen, weil wir haben uns so viel zu sagen. Weil in unserem Leben, da geht der Punk ab. Und unser Herz will sich befreien. Ich liebe euch. Und ich bitte euch jetzt noch einmal um Verzeihung. Und das ist auch von Hawaii, das ist das Ho'oponopono, Ho'oponopono. Es tut mir leid. Bitte vergebt mir. Ich liebe euch. Danke. Und all das, was ihr in mir ausgelöst hat, all den Schmerz, den ich durch euch durchfühlen konnte, und da war eine Menge Wut auf euch und eine Menge Schmerz. Und ich fühlte mich oft nicht gesehen oder ich fühlte mich nicht gesehen. Sage ich euch jetzt, es hat wehgetan. Ich vergebe euch. Ich liebe euch. Danke. Wir sind frei. Aloha.